Eine neue Folge The Legend of Zelda Dungeons of Infinity steht an, Leute. Es geht wieder los. Wir starten rein in ein neues Abenteuer. Diesmal ohne Bonus. Das hat uns beim letzten Mal irgendwie kein Glück gebracht. Deswegen, wir starten ohne Bonus-Item rein. Wieder als Link. Ich möchte es als Link schaffen. Link hat verdient, Aghanim zu klatschen. Und wir gehen rein, Leute. So. Also, beim letzten Mal war man nicht gut unterwegs, muss man sagen. Boah, jetzt auch schon voll Pech gehabt. Nur 4 Bomben bekommen. Ja, wir hatten 3 Runs. 2 davon haben wir verkackt, sind sofort gestorben. Beim dritten sind wir relativ weit gekommen. Aber trotzdem haben wir es nicht zu Aghanim geschafft, ne? So. Und ja, heute will ich zumindest Aghanim mal wieder erreichen. So, irgendein Turkis oder so. Keine Ahnung, wie man das Ding ausspricht. Zack. Ba, 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 ba. Schöner Haufen Kohle. Naja, hält sich in Grenzen. Aber hier ein paar Bomben und ein Schlüssel. Ba, 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 ba. Okay. Du, 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 du. Jawohl. Das lobe ich mir. Schön. Ba, 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 ba. So, passt mal auf. Hier könnte doch irgendwie noch... Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, hier könnte doch irgendwie noch was sein, aber nee. Das war falsch. So. Zack, zack, zack. Glaube ich, oder? Es könnte was sein, aber ich glaube ja nicht. Ich will jetzt auch keine Bomben verschwenden. Ja, hält sich alles in Grenzen aktuell noch. Wir hatten schon wesentlich bessere erste Runden. Da geht's schon auf die zweite Etage. Mit wenig Geld, muss man sagen. Mit sehr wenig Geld. Ah. Aber hier geht's gleich ein bisschen rauf mit dem Geld. Sehr schön. Okay, Magie. Wir gehen erstmal nach unten. Und treffen direkt mal auf Snake. Und eine Wache von Hyrule. Was mir im letzten Run sehr gut gefallen hat, war unsere 20% Rupees, die wir extra bekommen haben. Das hat ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Würde ich am liebsten wieder irgendwie so machen. Mal gucken, wie wir das umsetzen können. Auf jeden Fall war es ein Fehler, dass wir beim letzten Mal den Stab nicht mitgenommen haben. Shit, was mache ich? Das sollten wir irgendwie versuchen... Wenn wir wieder in die Situation kommen, dass wir einen Stab haben, der Rubine erzeugt, dass wir den auf jeden Fall mit beibehalten. Okay. Es ging hier auch noch nach oben, oder? Ja. Noch mehr Ratten. So. Du, 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 du. Keine Heilung. Ja. Aktuell ein bisschen unglücklich. Ja. Ah, schon wieder dieses Tarncape. Das braucht kein Schwein. Menno. Oh, was willst du machen, ne? Noch eine Mana-Bottle. Wie viel habe ich denn jetzt? 2. Okay. So, noch ein Key. Es könnte was sein. Aber es könnte halt auch nur. Mann. Wo ist denn die Schlüsseltür eigentlich? So, hier geht's hoch. Ah, das war doch gar nicht mal so schlecht. Okay, es geht weiter nach oben. Das nützt mir aktuell noch nichts. Da brauche ich noch einen Stein. Wo war denn die Schlüsseltür?
Die habe ich irgendwie verpasst. Hallo? Schlüsseltür? Allgemein war jetzt noch nicht so viel los hier, ne? Wo war denn die Schlüsseltür? War die direkt im ersten Raum? Bam, bam. War hier eine Schlüsseltür? Nö. Hä? Ah, okay. Gleich zweimal. Oh ja. Ah. Ah. Alter, was? Zur Hölle. Ey, wir hätten schon... Boah, wenn wir jetzt Kohle gehabt hätten, ey. Mann. Ja, die Handschuhe müssen mit. Let's go. Boah, hätten wir jetzt einkaufen können. Shit. Ja, was willst du denn machen, gell? So, der ist sinnlos. Okay. Wir haben nur einen Weg. Und der geht nach da. Hi. Da brauchen wir einen Schlüssel. Es geht nach oben. Es geht nur nach oben. Okay. Es bleibt erstmal linear. Hallo? Oh, nur ein Toter. Oh Mann. Au. Der Arme. Zack. So, wir haben ein bisschen Rüstung. Das ist schon mal ganz nice. Oh, und auch was zum Heilen. Sehr schön. Ba-ba-ba. War das? Ja, okay. Da ist der Schlüssel. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, auch direkt, ne? Den wunderschönen Key, genau hier. Oh Gott. So, vielleicht können wir hier irgendwo was schieben. Man weiß nie. Aber leider nicht. Papa. Ey, du. Herzchen. Oh. Okay, eins nehmen wir noch. Ah, shit. Ich wollte eigentlich auch eins übrig lassen. So, hier müssen wir auch echt alle besiegen, ne, damit diese blöde Tür aufgeht. Das ist schon krass. Ich meine, prinzipiell ist es ja immer gut, wenn du alle besiegst. Weil es gibt einfach mehr Kohle. Aber wenn man sie besiegen muss, ist das schon hart. Schon wieder so ein Gem-Ding. Ah. Dim-ba-dim. Shit. Mana. Schönes Herzchen. Hm. Und das war's hier auch schon wieder. Bam, bam. Ich hab echt Pech. Mir fehlt's aktuell an so vielen Sachen. Einen grünen hatten wir auch noch nicht, oder? Ich glaub nicht. Ey, Kumpel. Was haben wir denn hier? Oh. Aber einen blauen hat man auf jeden Fall. Ich... Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Einen blauen hat man auf jeden Fall. Ja, einen grünen hat man nicht. So, komm, gib mir ein bisschen Kohle. Oder ein Schwert. Mana.
Ah, oh, ein Herzcontainer ist geil. Okay. Achso, hier war ja noch Mana. So. Okay. Wir haben immer noch so einen Grünstein hier rumflattern. Merken wir uns mal. Na, hier ist der Opa mit dem Brief. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde es erstmal so lassen. Dann müssen wir uns nur daran erinnern, dass wir da nochmal hingehen und den Brief abholen. Sobald sich bei uns irgendwas geändert haben sollte. Ach, das Rubine, so, das ist super mittig. Da muss was sein. Jawohl, komm. Kohle, Kohle. Schatzkisten. Kompass, der mir überhaupt nichts nützt. Da haben wir nochmal einen Shop. Und nochmal 50 Rubine. Okay. Wir gehen erstmal schnell zum Shop und gucken mal, was es da gibt. Oh. Oh, Ja, 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 ja. Ich drop den mal hier kurz. Scheiße, jetzt habe ich das mitgenommen. Das wollte ich nicht. Ups. So, wir gehen nochmal ganz kurz nach oben, denn wir hatten irgendwo so ein... Genau. Hä? Zack. Bam. Ich weiß gerade nicht, was wir kriegen. Ich mach's jetzt gerade einfach mal auf gut Glück, weil ich eh keinen Platz habe. Oh, ein Köcher. Naja. Haben wir zumindest schon mal einen Fallslot frei. Zusätzlich. Ist doch keine schlechte Sache. 164 Rubine? Was macht das? Ah, okay. Nein, das wollte ich nicht kaufen. Oh, ich bin so dumm. Ich wollte das nicht kaufen. Oh nein. Jetzt habe ich es bestimmt verkackt. Ich meine, klar, kann nützlich sein, aber das ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt kaufen wollte. Ach, Kacke. Ich wollte mir Geld eigentlich für den anderen Shop aufheben. Der hätte es bestimmt gebracht, Leute. Boah, was mache ich denn gerade schon wieder hier? So, zack. Ja, den Brief wollten wir eigentlich auch noch mitnehmen. Ach, Manu. Das läuft schon wieder gar nicht gut, Leute. Ja, ja, ey, scheiße, ey. Ich hätte mir... Oh, ich hätte mir den Handschuh kaufen können. Verdammte Kacke. Da hätten wir jetzt schon Angriff plus 2. Und einen Handschuh, ne? So. Tja. Voll verschissen. Top Secret! Hätte ja sein können. Okay, komm. Wir starten nochmal neu rein. Ich hab's verkackt, Leute. Das hat mir nicht gefallen. Das hat mir nicht gefallen. Sorry. Ich war damit jetzt nicht zufrieden. Wir beeilen uns auch. Ich hab mich blöderweise einfach verdrückt. So. Aber wir ziehen durch. Wir beeilen uns. War mein Fehler. Tut mir leid. So. Wir beeilen uns. Dass wir wieder auf den aktuellen Stand kommen. Und da haben wir einen Power-Trink oder so. Heilung ist auf jeden Fall immer gut, wenn man ein bisschen was aufs Petto hat. Mana finde ich auch gut. Erstmal am Anfang. Zack, 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 zack.
Hä? Einfach gar nichts? So, Herzchen gibt's auch noch. Let's go. Und hier wunderschön noch ein paar Rubine. Geil, das fängt gut an. Das gefällt mir. Jetzt könnte ein Shop kommen. Wunschdenken. Ich weiß gar nicht, gibt's in der ersten Etage überhaupt Shops? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist natürlich immer geil, wenn die erste Etage ein bisschen größer ist und man da schon ein bisschen Geld machen kann. Oh, guck mal. Oh, das ist, kann nützlich sein. Ich equip's mal. Für Gegnermassen kann das nützlich sein. So. Guck mal, jetzt sind wir doch schon wieder hier. Und es geht los. Ich gehe einfach mal nach oben. Ich klatsch hier mal zwei Ratten weg. So. Oh, eine Feenquelle. Okay, merke ich mir. Hier können wir uns for free nochmal heilen. Falls wir darauf Bock haben. Ich mag das nicht, dass die Fledermäuse dahin fliegen können und dann machen die nichts mehr. Shit. Okay. Zack, zack. Wunderbar. Da ist der kleine Schlüssel. Und es geht weiter. So, hier waren wir noch nicht. Tür auf. Hier waren wir aber schon. Nein, das war nicht gut. Egal. Das war eigentlich für den Rückweg gedacht, schätze ich. Ah, shit, ein Fluch. Okay, heißer Preis. Und zwei Schatzkisten muss ich öffnen, dass sich das wieder ergibt. Habe ich hier überhaupt schon mal... Oh, guck mal, hier? Kommt man irgendwie von oben noch? Bedeutet ja, man muss hier irgendwie... Vielleicht eine unsichtbare Wand oder so? Ich finde, das ist schon ein Guess, dass da eine unsichtbare Wand ist oder so. Muss ich da nochmal ausprobieren. Weil von da oben kam er noch nicht. So, warte. Hier drüben muss ich durch, ne? Nee. Doch, hä? Ich bin verwirrt. Doch erst nach rechts? Nee, eigentlich nicht. Ich verwirre mich gerade selber. Ach ja, okay. Ah, ich muss mal meine Position wechseln. Ah, ich krieg gerade mega Nackenstarre. So, wir gehen mal nach unten. Ah, das, ja, toll. Für nichts. Hä? Aber irgendwie fehlt mir gerade ein Raum, kann das sein? Ist hier noch ein Raum? Hier geht's auch nirgendwo. Hä? Ja, dann muss ich ja doch schon durch die Schlüsseltür. Aber trotzdem. 30 Rubine. Ja gut, dann geht's jetzt rechts und dann links hoch, ne? Nee, auch nicht. Dann muss da. Ja doch, klar. Dann muss da echt noch was sein. Wartet mal kurz. Das ist doch ein übelster Hinweis darauf, dass da noch was ist. Oder? Also ich finde, das ist gerade übelst der Hinweis, weil hier ist eine Tür. Durch die sind wir noch nicht rausgekommen. Für mich ist das gerade übelst der Hinweis, dass hier eigentlich eine sprengbare Wand sein muss, oder? Nee.
Legt es ganz vorsichtig hin. doch nicht. Hä? Aber wie kommt man denn durch diese Tür? So, Fee nehmen wir nochmal mit. Ich bin gerade verwirrt. Richtig verwirrt. Hier ist keine Wand. Aber wenn ich hier bin... Kann man durch diese Tür gehen? Und durch diese Tür bin ich noch nicht gekommen. Das verwirrt mich gerade sehr. Ha, okay. Aber es geht nicht weiter. Es geht jetzt hier weg. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir sind in Etage 3. Okay. Eine sinnlose Bombe haben wir verschwendet. Ich hoffe, wir finden zwei Schatzkisten. Jo, das ist schon die erste. Mit einem schönen Kompass. Und einladen haben wir hier auf jeden Fall auch. Aua, aua. Aber sonst haben wir halt noch nicht viel erfolgreich geschafft hier tatsächlich in dieser Runde wieder. Wir hatten halt schon echt krasse Runden bisher, ne? Aber die hier ist wieder nicht so eine ultra krasse. Wenn man ehrlich ist. So. Naja, gut. Wir sind auf den ersten drei Etagen. Ihr wisst ja, wie schnell sich das entwickeln kann. So. Bogen. Und das ist der Arrow Bow. Aber das ist auch der höchste Preis, ne? Ich müsste den jetzt nicht bezahlen. Ah ne, wir sind gar nicht mehr verflucht. Das ist nicht der höchste Preis. Stimmt, wir hatten ja auch schon mal einen Bogen für 120 Rubine. So. Das sind schon wieder so viele Ritter hier. So, Snake. Musst du auch dran glauben. Oh, da ist der Key. Zack. Zack. 20 Rubine, nehmen wir mit. Ja, wollen wir uns den Bogen kaufen? Ich weiß nicht. Bisher... Bogen war immer schlecht. Bisher war der Bogen immer schlecht. Hat sich immer als Verlustgeschäft herausgestellt, sich einen Bogen zu kaufen. Also klar, gegen manche Gegner ist der echt heavy. Aber sind wir ehrlich, wenn ich richtig in eine andere Waffe investiere, ist das Schwert auf jeden Fall besser. Ist einfach so. Habe ich was zum Heilen? Ja. Eine Energy-Dose. Okay, warte. Ich glaube, unten war der Schlüssel. Aber hier... Haben wir hier noch was gehabt? Ne, da komme ich nicht weiter. Okay, aber da hätte ich noch durchgekommen von oben. Da würde noch so ein... Goldenes kommen. Hier ist die Schlüsseltür. Okay, ich gehe erstmal hier durch. Wir gucken mal. Das gibt's doch nicht. You have the cursed effect. Shops refuse to sell you anything. Collect 5 hearts to remove this. Okay. Was war jetzt? Hä? Was war jetzt die Strafe? Habe ich jetzt gerade nicht so richtig gecheckt. Na, 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 na. Nee. Oh Gott. Ich will ruhig bleiben. Okay, nice. Hallo. Hi. Hi. Bam, bam. Boah, wir leben hier schon wieder an der Kotzgrenze. Da geht's noch weiter nach oben.
Aha. Noch mehr Geld? Jawohl. Hey, wir kriegen ein bisschen Money. Da, 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 da. So, zack, zack, zack. Wir sind wieder hier. Ah, hier waren wir noch gar nicht. Wir haben viele unentdeckte Räume auch, ne? Aber wir kriegen keine Herzen. Wir kriegen keine Herzen. So, warte mal, ich gehe noch kurz zurück. Was ist Shop Refuse to Say You Anything? Also der Shop verkauft uns gar nichts mehr. Habe ich das richtig verstanden? Und wir müssen 5 Herzen collecten, damit wir diesen Fehler ausheben können. Das sieht auch schon wieder komisch aus hier. Ich will keine Bomben verschwenden. Oh Gott. Die Fledermaus war gerade einfach stärker als das Vieh, ne? Als der Ritter, als das Vieh. So. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Okay, weiter geht's. Oh ja, sehr schön. Herzen. Noch so ein Ding. Okay, wir sammeln gerade so ein bisschen Feuerorbs. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, warum. Wir werden wahrscheinlich auch kein Upgrade mehr bekommen hier. Was Verteidigung oder Angriff angeht. Hier ist auch schon wieder so eine Tür. Das lässt mich halt auch schon wieder überlegen, ob man sich hier irgendwo durchbomben kann. Weißt du? Weil... Ja, sind wir mal ehrlich. Hier zum Beispiel. Aber es wäre mir halt zu risk, das jetzt zu machen. Weil ich will halt keine Bombe verlieren. Oder soll ich es mal versuchen? Komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir versuchen mal hier eine Bombe zu platzieren. Ne. Ging in die Hose. Verstehe ich nicht. Wie soll man dann durch diese Tür da reinkommen? Das ist merkwürdig. Ba, 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 ba. Okay, warte mal, wir hatten noch andersweitig Türen oder Wege, die wir noch nicht genutzt haben. Dem würde ich nochmal ganz kurz folgen. Nämlich von hier rechts und dann hier runter. Das ist der Bogen, by the way. So, hier waren wir noch nicht. Also schon, aber nur von der anderen Seite. Aber hier ist auch nichts weiter. Hier ist nur der goldene Kingstone gewesen. Okay, gut, dann auf zu dem anderen Weg wieder. Ja, ich bin nicht zufrieden, ne? Wir haben zwar 200 Rubine, aber das ist auch nicht so viel, wenn man das jetzt mal ehrlich betrachtet. Ist das nicht viel Kohle? Dafür, dass wir eigentlich noch nichts gekauft haben? Nee, das ärgert mich. Bomben machen wir auch nur 2. Wir haben halt so einen Haufen Feuerorbs, die mir aber überhaupt nichts nützen. Die helfen mir auch nichts im Bossfight. Und der kommt gleich. Geil. So. Ja, nehme ich jetzt. Und ich habe keine Heilung. Okay, na dann. Ich werde jetzt drauf gehen, vermutlich. Ja, das war's. Ich habe keine Items erhalten, nix. Da lief der Run vorher tatsächlich besser, ne? Ach, Wahnsinn. Wir sind mal wieder am Rumfehlen. Geil. Kann nicht wahr sein.
So, zack, zack. Hä? Achso, das war einer von den Starken. Herzchen. Yay, map die Karte. Hi. Keine Schatzkisten. Boah, 40 Rubine. Holla, die Waldfee. Wo kommen die denn her? Oh, ja, das ist nicht schlecht. Das kann man mitnehmen. Am Anfang. So. Hä? Schlüssel? Zu einer Schatzkammer oder was? Ich bin gerade verwirrt. Noch ein Kingstone. Da ist der andere Schlüssel. Ha. Interessante erste Runde. Wirklich interessant. Oh, und eine Erdbeere noch. Cool. Bisschen Geld. Karte drop mal. Let's go. War nicht schlecht. Okay. Bam. Bam. Oh, die habe ich aus der Tür gekickt. Bomben. Schön. Fällt mir. Avocado. Ich meine, die Bombentasche, die könnte geil sein, aber halt erst später, finde ich. So, pass auf, das droppen wir auch hier. Und nehmen uns lieber noch was zu beißen mit. Oder? Das ist wichtiger. Jo. Oh ja. Richtig schön Rupees. 185? Haufen Gemstones und Steine und Kingstones? Könnte was Gutes werden. Ja. Bisschen Mana. Bomben. Hi, Kumpel. Zack, zack. Und der zweite Schlüssel. Und schon wieder komplett dunkel alles. Nee, das ist nicht mittig. Roll. Ja. Oh ja, da können wir was fusionieren. Cool. Und sparen auch noch Platz. Ah, oh, schön. Komm, Kohle oder Item. Bomben. Und ein Fisch. Menno. Oh. Ring of Rupee. Nö. Den nehmen wir mit. Ja. Cool. Schönes Herzcontainer, schön. Muss mit. So. Und weiter geht's. Schatzkiste. Ah.
zwei Herzen. Okay, Erdbeere. Mama, Mama. Ach, wie cool das ist. Hallo? Und da geht's weiter. Okay. Dritte Etage. Wir haben 91 Rubine. Es wäre jetzt cool, wenn wir mal so einen Brunnen finden würden. Weil wir haben wieder zwei Gemstones. Am Start. Oh, Kacke. Den holen wir uns später. So. Ein Schwert-Upgrade wäre jetzt auch nicht schlecht, oder? Was sagt ihr? Oh Gott. Okay, wir haben nur einen Weg. Wir haben nur einen Weg. Ba-ba-ba. Zack, 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 zack. Und tschüss. Oh ja, der hat einen Schlüssel. Wunderbärlich. So, es geht wieder zu... Ja, es geht wieder zurück, oder? Hier war nichts mehr. Yes. Ich frage mich nur gerade... Geht es jetzt hier direkt schon weiter? Wir haben keinen anderen Weg mehr? Hier? Ich werde wahrscheinlich außen rum gehen. Scheiße. Was soll denn die Kacke, Leute? So. Okay. So, da ist Opa mit Brief. Her damit. So, Molly. Und tschüss. Okay, den Lolli. Okay, macht auch nur zwei Herzen. Naja. Hey. Sehr schön. Gar nichts los. Wahnsinn. Aber wir haben wieder gar nichts, ne? Upgrade-mäßig null. Ich hoffe, wir finden noch einen Shop oder so. Oder wenigstens ein Schwert. Ja, ein Herz haben wir bekommen. Herz haben wir uns gekauft. Hehe. Alter. Blöde Schlange. Jetzt kriegen wir hier schon wieder so ein... Aber das ist der wertvollste, ne? Okay, Jusen, zack. Opal mitnehmen. Ist eigentlich schon krass. Shit. So. Nach oben kommen wir nicht, also nach unten. Wir haben auch Snakes am Start. Und hier ist gar nichts. Haben wir Heilung? Gar nicht. Ja, es nervt mich. Es nervt mich. Wartet mal, ich mach mal kurz mein Bild drauf für den Gemstones. Weil da sehe ich halt viel besser, was die wertvollsten sind. Und aktuell... Also der schwarze ist halt der wertvollste. Und der rote ist ziemlich geil. Und da können wir halt aktuell ein Amulett bekommen. Oder mit dem lilanen zusammen ein anderes Amulett. Yay. Ja, der schwarze ist schon ziemlich gut.
Okay. Weiter geht's. Da kriegen wir noch ein Item. Ja, nicht schlecht. 10 Rubine, komm schon. Das ist für dich in der Schatzkiste. Meine Güte. 10 Rubine. Ist auch schon wieder ordentlich was los. So, Alter, wie viel Mana. Holy Macaroni. Oh. 20 Pfeile. Ja, gib mir doch was, was ich nicht brauche. Ha. Oh Gott. Zack, zack, Alter. Bam. Nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir halt auch gar nichts mitmachen. 10 Rubine. Ja, komm, gib mir nochmal einen Shop. Ah. Ja, ich warte noch kurz, Leute. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas anderes finde. Sehr auffällig. So, du gibst mir ja nichts, ne? Ja, wir haben halt keine Lucky-Runde, dass da irgendwo der komische Besitzer ist. Nee, okay, da gibt's noch nichts mehr weiter. Wie gesagt, wir könnten jetzt ein Amulett bekommen. Oder in der Kombination von den beiden einen Feuerstab. Das ist aber auch nicht geil. Ich hole mir das Amulett. Das ist Amulett, das mir mehr Leben bekommen. Ist, glaube ich, okay. Die zwei. Zack. Ja, Amulett of Health oder so ist das. Also 25% mehr Leben oder sowas. Ja. Ist schon cool. Bloß, wir müssen halt gucken, dass wir gegen den Boss jetzt gewinnen. Das ist schwierig. Wenn wir es schaffen, dann geil. Ohne ist schwierig. Babam. Bisschen Konzentration halt. Ah, krieg ich schon mal ersten Treffer. Kannst du vergessen. Schaffe ich nicht. Boah, das war ja sowas von schlecht. Aber ich habe auch keine Angriffskraft die ganze Zeit. Boah, Leute, es tut mir leid. Wir verkacken die ganze Zeit richtig, ne? Was ist denn jetzt los? Warum verkacke ich ihn die ganze Zeit? Weil ich Link spiele. Immer wenn ich Link spiele, verkacke ich. Merkt ihr das? Mit Link ist der Schwierigkeitsgrad höher. Ja, aber die Fail-Runden gehören halt auch dazu, ne? Kann man halt nichts machen. Aber ich habe auch keine Runde gehabt, wo ich jetzt mal ein Level-2-Schwert hatte oder so. Ich meine, das eine Mal war es meine Schuld. Die erste Runde habe ich ja abgebrochen. Da hätte ich halt Level-2-Schwert schon haben können. Also nicht Level-2-Schwert, aber das Upgrade von den Handschuhen zweimal. Da hätten wir schon Rüstung. Plus 1, plus Schwert gehabt. Also plus einmal Angriff extra beim Boss. Das wäre halt schon mega gewesen. Und jetzt halt viele Runden hintereinander nur Käse gehabt. Auch ohne Heilung zum Boss. Ich meine, gut, das war auch meine Schuld mehr oder weniger, aber trotzdem. Schon ein bisschen unlucky, sagen wir mal so.
So, jetzt auch nur einen Schlüssel bekommen. Ein bisschen Traubensaft. Nicht wirklich geil. Bin nicht zufrieden, Leute. Mit unseren Ausbeuten. Okay. Scheiße. Naja, gut. Damit bin ich zufrieden. Das ist eine erste Runde, wo ich sage, okay, damit kann man voll mitleben. So, jetzt muss es halt nur so weitergehen. Und ich darf nicht so viele Treffer einstecken. Das fängt halt schon scheiße an. Okay. Wir haben einen Traubensaft. Und wir haben einen Kingstone. Das sind zwei schöne Sachen. So. Das gefällt mir gut. Aber da wird kein Schlüssel drin sein, oder? Oh, Bomben. Sehr viele Bomben. Ah, jawohl. Rupees für mich. Zack, zack. Sehr viele Bomben, Leute. Und wenig Herzen. Ja. Schlüssel haben wir ja schon am Start. Ah, die Räume sind so cool aufgebaut, ich liebe das. So. Mal eben weggefetzt. Ist alles gut. Gefällt mir alles sehr. Also die zwei vor allem. Herzcontainer muss auf jeden Fall mit. Sind wir ehrlich, der muss mit. Der Rest. Amulett würde ich mir noch gönnen, möglicherweise. Oh, hier ist eine Feenquelle. Aber. Ach, hier. Geht's jetzt schon in die nächste Etage, okay. Zumindest ein Herzcontainer noch mitgenommen. Immerhin. Okay, wir haben grün. Sollten uns merken, dass es hier einen blauen gibt. Sehr schön. So. War hier unten noch eine Tür? Ja, eine Schlüsseltür. Oh. Die Rüstung hätte ich gerne. So. Ja. Da können wir es uns auch leisten, Leute. Und er gibt uns 80 Rubine, der Typ. Der Nintendo-Mitarbeiter. So, her mit. So. Da bin ich nämlich schon mal gute Dinge, dass wir den Boss schaffen mit einer Rüstung. Und ein bisschen Heilung. Überall mal versuchen zu schieben. Klappt nicht. Schade. Gut. Diesmal fühle ich es, Leute. Diesmal wird der Run besser. Ah. Das gibt's doch nicht. Collect Rubies an Worth Nothing. 50. Hä? Was für ein Scheiß. Was ist denn das für eine Kackstrafe? 50? Das ist ja viel zu hoch. Alter, das könnte ich mir sogar noch leisten fast, diese Handschuhe. Aber meine Rubine sind ja jetzt nichts mehr wert. Was ist das denn für ein Kack? 50 Feinde, Leute. Und ich hatte gerade die Hoffnung, dass es mal ein guter Run wird. Mann. Ja, das wird nichts mehr auf der Ebene, glaube ich.
wieder vergessen. Die Rubine kann ich alle liegen lassen? 50. 10 hätte ich noch verstanden, aber 50, Alter. Guck mal, was ich jetzt alles liegen lasse, ey. Ich hätte jetzt schon 20 Rubine wieder mehr. Ich denke, den Handschuh hätte ich mir schon noch holen können. Hätte ich krass Rüstung gehabt. Also traurig, ey. Okay, da ist der Schlüssel. Na, 50 Rubine schaffe ich nicht. 35. Jetzt haben wir schon 15 Gegner getötet. 50 Gegner, ey. Leck mir am Arsch. Bitte kein Geld. Okay, Pepsi. Drop. Und weiter. Keine Herzen. Aber wenigstens auch kein Geld. Da tut's nicht so doll weh, wenn es kein Geld gibt. So. Ja. Da wären die nächsten 5 Rubine gewesen. Hier ist gar nichts. Manchmal gibt es einfach sinnlose Räume. Ja, niemals 50 Gegner, ey. Kacke. Warte mal, nee, das bringt nichts nach oben. So, jetzt haben wir hier noch einen Raum nach unten und dann hört es eigentlich auch schon wieder auf. So, ich denke, wir hätten es geschafft, die 90 Rubine zu erreichen. Denke schon. Wenn es noch 3x30 und 2x, ja, ich denke, wir hätten es geschafft. Wir hätten uns jetzt nochmal eine schöne Rüstung geholt. Wären dann voll krass in den Bossfight rein. Okay. Oh. Das ist cool. Ich hoffe, ich habe den richtigen getroffen. Die richtige Entscheidung. Ja. Tschüss, Kompass. Ich nehme die Suppe. Okay, Leute, ich bin guter Dinge. Ach, Kacke. Noch 18, naja. Hätte eh nichts mehr gebracht. Jetzt kommt der Boss. Let's go. Wir haben eine Rüstung. Hm. Mehr als wir sonst haben. Okay, ich nehme mir mal eine Dose, ja? Bam, bam. So, easy.
Warum habe ich es nicht vorhin so gemacht? Hä? Warum? So, ich hab leider eine Rüstung liegen lassen. Theoretisch hätte ich jetzt schon Rüstung Stufe 2. Sind wir mal ehrlich, das hätte ich. Das hätte ich safe. So, wir sind jetzt bei 55 Minuten. Es ist richtig nervig, ey. Wie schlecht die ganzen Runs davor waren. Das ist ja so traurig. Okay, let's go. Wir starten rein. Und haben direkt so ein Scheißvieh hier. Ich brauche unbedingt krassere Angriffskraft. Ich brauche alles. Alles ganz krass. Aber Gott sei Dank. Boah. Nervig seid ihr. Nervig. Boah. So. Ist das ein beschissener Raum, oder? Der ist so kackendunkel. Okay, hier muss ich dann wieder zurück, wenn ich das blaue Ding habe. Den blauen Schalter aktiv. So, zum Glück kein roter. Die hätten wieder nur rumgenervt. Okay. Beschissener Raum. Okay, da kommen wir später nochmal wieder. Und hier sind wir jetzt in dem Raum. Hä? Ah, okay. Endlich, jetzt kann ich mir Rubine sammeln. Hey! Na, na, na. Hallo, wo ist du, Geist? Da. So, okay. Aua. Oh, schön. Oh, wow. Aber kein Geld. So, da waren doch aber noch mehr Räume, oder? Irre ich mich? Ja. Hier geht's noch weiter nach unten. Ach nee, warum denn die? Nee. Ach nee. Mama, Mama. Okay, warte. Ich use mal eine Soße. Hat sich nicht mal gelohnt, hier irgendwas umzubringen. Das ist so traurig. Okay. Und weiter geht's. Haben wir hier irgendwo noch Räume, die ich bisher... Da werden wir nun von oben kommen, nehme ich an. Hier haben wir auch nichts mehr. Okay, und nach links weg. Jo. Die Lampe. Oh Gott. Hätte ich mitgenommen. Oh. Ja doch, ich glaube, die Lampe nehme ich mit. Die Lampe sorgt halt einfach dafür, dass deine Reaktionszeit besser ist. Sind wir mal ehrlich, das brauchst du hier. Und dann rennst du halt auch nicht in Stacheln rein. Eher nicht in Stacheln rein. Kacke. Ah. Okay, Antifluch. Hm? Hätte ich eben gebraucht? Okay, da... Nee, hier waren wir noch nicht. So. Kacke, was mache ich denn nur klar? So, das ist ein blöder... Nein! Oh, was mache ich denn? Läuft das alles beschissen aktuell, ey. Gemstones. Brauche ich nicht aktuell. Okay, wir gehen erstmal nach oben. Auch nix. Mmh.
geschissen. Ja, genau. Ach du Kacke, was mache ich denn? Aber ich krieg auch keine Herzen, gell? Und nix. Ach, Mann. So, jetzt komm. Und Pfeile. Ne, ne, ne. Boah, scheiße. Ich muss die alle töten. Ich habe keine Heilung, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Das war's gleich wieder. Das war's gleich wieder. Was? Oh! Eine Stunde aufgenommen und ich hab's noch nicht über die 4 geschafft. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, was ist denn das heute für ein Try? Also mehrere Tries ja schon. Das ist jetzt der vierte 3 schon. Der vierte 3. Der vierte Try. Und ich sagte noch eben, ich spür's, das ist er. Okay. Das Spiel dachte sich auch so, dem müssen wir jetzt mal ein bisschen helfen. Ja. Also ich sage erstmal nicht nein gegen für 10 Schatzkisten. Aber sind wir mal ehrlich, die eine mit den 80 Rubinen ist so die einzige, die sich gelohnt hat. Okay. Bisschen Mana. Wir haben auch relativ viele Bomben. Das ist auch cool. Okay, nochmal ein bisschen Leben. So, hier wird wahrscheinlich ein Schlüssel sein. Und dann haben wir nochmal... Okay. Oh. Aber echt, das war eine gute erste Runde, muss man echt sagen. Karte und Kompass hätte ich halt nicht gebraucht. Dann wäre das cool geworden. Wäre ich fein mit. So. Trotzdem Full Life. Full Life, sagte er. Okay, zweite Etage, 141 Rubine. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Glück haben. Ich würde es ja fühlen, wenn wir gleich mal ein bisschen mehr Angriffskraft kriegen. Alter, wie viele Bomben. Holy moly. So. Wahnsinn. Wie weit geht denn das noch nach oben hier? Okay, hier könnte ich später was aufladen, wenn ich einen goldenen Kingstone bekomme. Okay, war hier noch eine Tür nach rechts? Jo. Die gucke ich mir mal an. Eieiei, der Schild hier. Der muss mit. Das für 60 Rubine? Auf jeden Fall. Geil. Schild ist immer gut. Schild ist immer besser als Rüstung sogar, finde ich. Weil da blocken wir ja auch manchmal was. Da haben wir den Schlüssel. So, dann kommen wir hier wieder raus. Jetzt können wir hier nach unten weiter. Herzchen gibt es auch noch. Ja. Weißt du, sowas habe ich mir die ganze Zeit gewünscht. Alter, was ist denn jetzt los? Das Spiel denkt jetzt echt, jetzt braucht er echt mal Hilfe, der Typ. Der kommt ja nicht mal klar. Was ist denn jetzt, ey? Klar.
Jetzt werde ich überschüttet mit Glück hier. Alter Falter. Na gut. Ich sag mal nichts dagegen. So. Geil. Schlüsselhammer. Frage ist, wo war die Tür? Hier. So. Ja, Bomben brauche ich jetzt aktuell nicht mehr. Schade eigentlich. Okay. Nice. Nice, 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 nice. Zack. Zack. Da ist die Tür. Bisschen Geld noch mitnehmen. Der... Oh, was? Okay, Stein. Lampe oder... Verdammt. Die Pfeile brauche ich nicht. Drop. War dumm von mir. Hätte nicht auf Risiko gehen sollen. Naja, haben wir die Lampe. Die habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Ich hatte jetzt schon genug Glück. Da kann ich mir auch noch die Lampe leisten. So, zack, zack, zack. So, da haben wir hier eine Witch. So, jetzt haben wir echt den Lucky Run, glaube ich. War es schlau, dass ich die Lampe gekauft habe? Ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich sie. Was will ich machen? So. Okay, ich fange einfach mal unten an. Jawohl. Geht sogar noch weiter nach unten. Wahnsinn. Snake. Zack, 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 zack. Kriegen sogar noch ein bisschen Kohle. So, alle Gegner tot. Schön. Weiter nach unten. Ah. Shit, da ist der Fluch. Shop Refuse. Okay. Refuse. Was heißt Refuse? To sell you anything. Collect 8 Hearts to remove. Okay, 8 Herzen collecten und ich glaube Refuse. Also die wollen mir nichts verkaufen, kann das sein? Ein Herz. Zwei Herzen. Pfeile. Oh, oh, jawohl, Kohle. Wir könnten uns eine Soda kaufen. Also, usen. Und dann nehmen wir das mit. So, hier liegen überall Pfeile rum. Ich hole mir aber keine Pfeile mehr, Leute. Oh. Nee, 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 nee. Okay, ein Schlüssel. Ja, Leute, sind wir ehrlich, das ist ein viel besserer Run, als wir bisher hatten. Alter, gibt's doch gar nicht. Was haben wir denn jetzt für einen Lack? 5 Herzen noch. Echt, das gibt's nicht. Gibt's nicht, dass wir jetzt so viel Lack auf einmal haben können. Überirdisch. Ehrlich. So, der verkauft uns jetzt... Nee, der verkauft uns nicht. Wir brauchen noch 4 Herzen. Scheiße. Ärgerlich, ne? Das ist super ärgerlich. Da steht halt nochmal eine geile Waffe. Da könnte man hier schon plus 3 haben. Aber der will halt, dass wir noch 5 Herzen haben. Und wir kriegen gerade nichts. Nix kriegen wir. Och, Bomben. Aber ich sag mal, es gibt Schlimmeres.
Ich werde das nochmal usen. Warum kann ich nichts usen? Dann drop ich's halt. Denn ich will hier den Brief haben. Ba, 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 ba. Ich meine, es ist jetzt schon nicht cool, dass wir nichts kaufen können, aber immer noch besser, als wenn wir keine Rubine sammeln können. Und 50 Gegner töten, Alter. 50 Gegner. Was war denn mit dem? So, warte mal, ich muss noch da. Da ging es ja noch weiter, ne? Warte mal kurz. Bam, bam, bam. Hier. So eine Feenquelle. Guck mal, zählt das als irgendwas? Nö. Eigentlich müsste das sofort heilen mit einer Fee. Eine Fee ist full healing, fast. 8 Herzen, glaube ich. So, wir können hier einmal nach links und einmal nach links. Wir gehen nach links, würde ich sagen. Vielleicht haben wir ja Glück, in der Dungeon ist noch groß genug, dass ich mir noch kaufen kann. Aber ich glaube ja nicht. Es fehlen immerhin noch 4 Herzen. Das ist viel. Ich meine, manchmal lassen die ja so einen Regen an Herzen fallen. Aber ist schon selten. Kingstone haben wir nicht. Ist schon groß noch. Muss man schon sagen. Oh, geil. Kann man eigentlich verflucht werden, während man verflucht ist? Würde mich mal interessieren. So. Ja, eine Fee. Ich meine, ist halt besser als... Naja, ist halt besser als der Salat? Ja. Theoretisch schon. Aber nur theoretisch. So. Bam, 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 bam. Da haben wir ein Bonbon. Bam, da, 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 da. Mana ist auch voll. Wäre geil, wenn wir jetzt mal so einen Ring bekommen würden. Aber ich glaube, da haben wir 2 Herzen noch. Ist nicht mehr viel. Ich glaube, wir schaffen es trotzdem nicht mehr. Wäre krass, wenn wir es jetzt auch irgendwie hinkriegen. Sind noch ein paar Räume? Ja, der muss ja nur mal richtig droppen hier. Irgendeiner. Hä, war's das schon? Menno! Hä? Ba-ba-ba-ba! Okay, hey, ist voll der diesen Dungeon. Alter! Beat it, get. Mann! Ja. Nochmal ein krasserer Schild. Ich darf nichts kaufen. Nö. Scheiße. Traurig, aber wahr. Naja. Was soll ich machen? Das ist halt krasse Flüche, ne? Bam, 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 bam. So, tschüss. Direkt in den Bosskampf rein, also in den Endfight. Und erledigt. Perfekt. Und weiter. Wir hätten halt schon Schwert plus 3 haben können oder Rüstung plus 2, irgendwie sowas. Wir hätten auch schon ein größeres Inventar haben können. Wäre alles möglich gewesen. Aber wir hatten halt einen Fluch. So, wie viele Herzen fehlen noch? 2. Ja, das werde ich ja wohl jetzt auf der Ebene irgendwo hinbekommen. So, besser waren wir auf jeden Fall noch nicht unterwegs. Kann man nicht anders sagen. Wir haben auch schon die fette Lampe. Guck mal, da ist das eine Herz. Und Kompass kriegen wir auch noch hinterhergeschmissen. Da ist noch ein Herzcontainer, geil. Und hier kriegen wir gleich nochmal einen Stab und da gibt es noch 2 Läden. Schön.
So, hier ist der Stab. Brauche ich halt aktuell nicht. Und hier geht's direkt zum Laden. Ja, der hat einen coolen Laden, aber interessiert mich halt nicht, wie der das so hat. So, es geht weiter. Okay, hier ist nichts weiter. So, geht es hier noch irgendwo anders lang? Hier brauche ich einen Schlüssel. Es ging noch irgendwo nach unten, ne? Hier, ja. Ah, ne, hier war ich schon. Hier ging es nach unten. Ja, hier war ich noch nicht. Okay, schön. Mal ein bisschen mit Kopf spielen. Ich war jetzt auch die letzten Folgen wieder ein bisschen unruhig, finde ich. Oder die letzten... Nicht die letzten Folgen, sondern die letzten Versuche. War einfach alles ein bisschen schlecht. Einfach mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen ruhiger spielen, dann klappt es vielleicht auch mal. Aber wir hatten auch ein bisschen Pech. Muss man dazu sagen. So, wo ist denn die Schlüsseltür? Da. Yay! Wir sind geheilt. Okay, ich hoffe, der andere Shop hat was Schönes für mich. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Der müsste ja auch irgendwo demnächst kommen. Na komm. Gerne ein bisschen was droppen lassen? Nö, möchte er nicht. Es ist halt auch schon viel angenehmer, mit einem Level 2 Schwert zu schlagen, weil das ist halt ein bisschen größer. Ist halt einfach so. Und man muss dann nicht so ganz genau berechnen, wie weit ist der Gegner jetzt weg. Ist einfach ein bisschen angenehmer zu schlagen, zu kämpfen. Shit. Voll in die Stacheln gelatscht. So, warte mal. Ja. Haben wir hier noch... Ich könnte mir vorstellen, dass man hier vielleicht irgendwo was sprengen könnte, weil der Raum hier oben vielleicht irgendwie auffällig aussieht. Könnte. Ich habe viele Bomben, vielleicht sollte ich es mal versuchen. Oh. Ja, lecker. Na, plus minus null, nehmen wir mit. Schön, ein neuer Herzcontainer ist auf jeden Fall was wert, denke ich. Ich will mal kurz gucken, ob ich da irgendwas sprengen kann. Weil es sieht für mich auffällig aus, diese Mitte. Und wir müssen ja auch immer mal ein bisschen probieren, ein bisschen schlauer werden, ne? Ich glaube hier nicht. Wenn, dann von oben oder von der anderen Seite? Wir probieren einfach mal. Ich weiß nicht, ob das durch die Stacheln nicht. Wenn, dann hier von unten vielleicht. Wäre schon ganz schön krass. Schade. Hätte ja sein können, aber wir haben volle Bomben gehabt, deswegen ich dachte, ich probiere einfach mal. Wäre ja cool gewesen, wenn wir da irgendwie noch einen geheimen Raum gefunden hätten. Manchmal sind die ja irgendwie so gekennzeichnet. Auf der Karte. So, ich denke halt, hier ist es unwahrscheinlich. Wohl. Wir probieren es ja auch nochmal. Ne. Okay. Wir haben es versucht. Ich hoffe, es war kein Fehler. So. Hier haben wir richtig schön eingekauft. Das war es hier aber auch schon mit Shops, ne? So. Schön. Und tschüss. Okay. Warum geht's jetzt wieder... Achso, okay. Hier ist so eine Wand. Verstehe.
Und hier geht's wieder runter. Und da ist eine Ratte. Also die droppen hier aktuell ein bisschen weniger. Ah, schön. Sagte er und dann kam er in einen Rubinenraum. Beautiful. I like it. So, ansonsten haben wir jetzt nur noch den Raum gehabt. Wo Pfeile und Köcher verkauft werden. Wo ich ja aktuell kein Fan von bin. Sind wir mal ganz ehrlich. Braucht man nicht. Sinnlos. Platzverschwendung. Aktuell meine Meinung. So. Ah, die Map. Cool. Danke. Danke für die Map. Die habe ich jetzt noch gebraucht. Okay. 230 Rubine. Es könnte mal wieder was kommen. Schwertmäßig. Wir hätten jetzt schon ein Schwert höher sein können. Oder Rüstung. Aber wir hatten halt diesen blöden Fluch. Dementsprechend, naja, ich sehe es noch nicht so eng. Wenn wir im Zwergendorf sind, nee, im allgemeinen Dorf, da werden wir ja nochmal die Gelegenheit haben, uns schön auszurüsten. Was ist denn mit dir los? Guck mal, hier gibt es auch nochmal Fettkohle. Am besten halt wieder gleich mit diesem Ring. Und diesmal werde ich... Ah, das war dumm von mir. Diesmal werde ich das auch gleich schneiden. Ah, kacke. So viel hält er aus. Warte mal. Zack. Oh Gott. Wieder so viele Räume hier. Kacke. Okay. Das sind auch richtig eklige Gegner. Gar nichts. Okay, warte mal. Hier geht's nach unten wieder. Unten brauche ich nicht. Ich brauche oben. Und links. Zack. Nervige Gegner, Leute. Ich sag's euch. Ich sag's euch, wie es ist. Oh, Hammer. Hammer nicht. Hammer nicht. Hat er mich erwischt. Blöde Qualle. Also blöde Krabbe. So, ich gehe nochmal zurück. Wir haben noch einen Raum verpasst. So, ist wieder so eine Ebene, die gefällt mir aktuell wieder nicht so sehr. Ja, komm, wir nehmen es mal mit. Heilung, let's go. So, es ist schon 23 Uhr bei mir auf dem Tarot. Normalerweise nehme ich das auch immer frühs auf. Vielleicht sollte ich das auch wieder frühs machen. Vielleicht bringt das mehr Glück. Beziehungsweise bin ich besser vorbereitet, ausgeschlafen und trinke noch einen Kaffee nebenbei. Das hat schon was. Okay. Hier am besten immer nicht von unten angreifen. Von der Seite angreifen, wollte ich sagen. Pfeile. Nix bekommen. Oh. Jo, 75 Rubine. Nice. Das freut mich doch. Okay. Wir haben viele Onkel hier. Oh. Hat man nicht einen grünen irgendwo? Oder war da... Der war blau, ne? Ja, der war blau, glaube ich. So, was ist jetzt eigentlich los? Haben wir hier plötzlich Szenenwechsel? Gerade irgendwie komisch. Schon wieder Elektroattacke? Ja. Zack. Zack. Sehr schön. So. Okay, den kann ich nicht töten. Sei denn mit Bomben, aber da habe ich gerade keinen Bock drauf. Okay.
Oh. Ich will die Bombentasche kaufen. Aktuell habe ich ein bisschen Kohle. Und entfernt halt die Bomben aus dem Inventar. Ich nehme die mal mit. Für das Geld. So, guck mal. Kann ich nämlich das mitnehmen? Ich habe gar keinen Schlüssel. Hm. Ich hatte auch irgendwo so einen blauen Schalter umgedreht. Theoretisch muss der irgendwo reinpassen. Irgendwo, wo ich jetzt noch hin muss. Guck mal, hier oben war ich noch gar nicht. Dann ist hier der Schlüssel. Zack, zack. Cool. Okay. Ja. Wir haben jetzt sowieso keinen ordentlichen Shop bisher bekommen. Deswegen können wir das, glaube ich, guten Gewissens vereinbaren mit der Bombentasche. So. Hätte ich das jetzt machen sollen? War das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall in unserem Dorf angekommen, liebe Leute. Wir gucken mal, was wir hier jetzt in den Bergen, in den Höhlen noch für Items, für Geld bekommen. Und ich guck mal ganz kurz in den Laden rein, wie das aussieht mit den Rupees. Und werde mir im besten Fall nochmal eine schöne... Gar nichts bekommen wir hier gerade. Ein schönes Amulett kaufen, wo wir 20% extra bekommen. So wie im letzten, vorletzten Run. Ich könnte mir vorstellen, dass hier irgendwo auch noch irgendwo so geheime Wände sind. Man müsste halt mal das irgendwie auschecken. So, wir gehen mal ganz kurz und dann gehe ich auch schon in den Skip-Modus und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich viel Geld habe und wir shoppen gehen. Ihr kennt das ganze Prozedere ja. So. Wir haben tatsächlich, hier, guck mal, 20% wieder. Und da oben haben wir noch den Rupi-Stab. Geil. Rupi-Stab. Wie machen wir das? Ich lass mal kurz das hier droppen und kauf das. Das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, denke ich. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich Matsch Kohle habe, Leute. Bis gleich. So, ich bin gleich wieder hier. Ich habe jetzt nur den Brief schnell abgegeben und würde mir gleich mal die vergrößerte Tasche kaufen, Leute. Einfach, damit ihr das schon mal gesehen habt. Hier gibt es auch richtig schön viele Truhen und hier nochmal einen Herzcontainer für 65. Das gefällt mir sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, den Stab hier nehme ich mir auch wieder mit. Allgemein, die ganzen Dinger hier sind relativ billig. Ich glaube, da habe ich Bock, die mitzunehmen, Leute. Aber wir schauen erst mal. So, ich kaufe mir den Stab noch und dann klatsche wieder ein paar Hühner weg und so. Gut, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe 851 Rubine. Mein Inventory ist auch schon voll, weil ich habe echt viel Zeug bekommen. Ja, viel Quatsch vor allem. Eier... Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht genau, was ich behalte und was nicht. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist mal meinen Stab aufladen. Zack. Zack. Das machen wir mal eben so. So, ich finde das und das hier eigentlich ganz nützlich, wenn man ehrlich ist. Aber ich glaube, ich werde erstmal die wichtigeren Dinge kaufen. Wie zum Beispiel ein Schild. Und ein Schwert. So. Haben wir das schon mal geupgradet? Ja, jetzt können wir hier nochmal Rüstung kaufen für 190 Rubine. Ist eigentlich auch nicht bad. Ich drop das mal und ich drop das mal. So. Und das nehmen wir auch noch mit. Okay. Jetzt sind wir schon mal ganz gut ausgestattet, denke ich.
Ich nehme auf jeden Fall noch den Herzcontainer mit. Das Ding nehme ich auch mit. So. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier die Kisten mitnehmen? Da kann halt alles drin sein. Da kann voll der Müll drin sein, den ich überhaupt nicht brauche. Oder ich nehme hier halt noch ein paar von den Amuletten mit, zwei Stück. Oder ich spare mein Geld. Also das Ding kann ich sowieso erstmal mitnehmen. Aber ich glaube, da ich jetzt diese Box mitgenommen habe und in den Kisten auch oft Juwelen drin sind, würde ich mir die mal gönnen. Guck mal, zack. Jawohl. Das war sowieso einfach ein guter Gewinn. 40 Pfeile war scheiße. Aber bin zufrieden. So. Die Pfeile würde ich gleich mal liegen lassen. Wir haben ein paar Juwelen bekommen. So, das ist ein blauer und ein grüner. Der grüne und der blaue würden aktuell zusammen einen Stab ergeben. Ja, brauche ich aktuell nicht. Behalte ich erstmal. So, 167 Rubine habe ich noch. Hier kaufe ich mir nichts mehr weiter. Wir haben auch schon die große Bombentasche, ne? Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich gut. So, wir können uns hier jetzt noch itemsmäßig was kaufen. Um unseren Damage... Ich glaube, ich kaufe mir das Ding noch. Das ist geil. Das mag ich, das Amulett. Da kann ich einfach über Stacheln laufen. Theoretisch, das ist auch noch echt gut. Aber, ja, ich kann es mir sowieso nicht leisten und, naja. So, bin zufrieden damit, wie wir es jetzt haben, denke ich. Haben echt gut aufgestockt. Wir haben unseren Stab noch. Da können wir dann auch nochmal was reinballern. Ja. Ich würde sagen, let's go. Auf die nächste Etage. Drei Angriff, vier Verteidigung. Let's go. Ich bin gespannt. Was wird? Aua. So, zack. Okay. Ach, hier kann ich gerade gar nichts machen. Dann später. So, zack. Drei Rubine nur. Oh. Toll. So, okay. Oh Gott. Nicht dein Ernst. Zack. Oh Gott. Ja, sehr schön. Zack, weg damit. So, nehmen wir auch noch mit. Oh, meine Güte. How bad, ey. Zack, tschüss. Oh, guck mal, hier kommen ein paar Bären. Schön. Okay, das hat mir doch gar nicht mal so schlecht gefallen. Wir haben ein bisschen Kohle bekommen. Nicht so viel, wie ich gerne hätte. Meine Güte, haltet ihr was aus? So, und da kann ich mir auf jeden Fall den Kingstone fusen. Oder? Ich glaube, davon habe ich sogar zwei. Von dem blauen, oder? Von dem... Den grünen habe ich noch, okay. 80 Rubine nochmal. Das sind schon ein paar mehr. Und Alter, jawohl. Da steigt der Knete wieder nach oben. Yes, man. Zack. Oh, ein Lolli kriegen wir auch noch. Super. Schön. Gefällt mir. So, unser Stab ist leider leer. Keine Ahnung, ob wir den nochmal aufladen können. Wir haben auf jeden Fall nochmal ein bisschen Kohle bekommen. Das gefällt mir. So, behalte ich erstmal so. Alter, sind das viele Wege. Hier auch. Ich gehe erstmal kurz nach rechts. Zack. Nee. Ich dachte, der stirbt. Kacke, war das dumm. Mann, was halten die denn immer so viel aus?
Krabben mag ich halt auch gar nicht, ne? Okay. Da gefällt mir nicht so, was wir hier gemacht haben. Okay, wir gehen weiter nach da. Wir haben ja noch genug Heilung. Auf jeden Fall. So. Oh, ja komm, da gönne ich mir mal mein Sandwich. Wohl, 5 Herzen. Oh. Ja, geil. Angriffskraft hoch. Sehr schön. Sehr schön. Oh, und was ist das? Permanente Map und Kompass. Nee. Nö. Ich habe zwar viel Geld, aber das ist mir... Hä, bin ich jetzt in die falsche Richtung gelatscht? Ich glaube ja. Oder gab's... Gab's da noch was? Bin mir gerade gar nicht sicher. So, warte mal. Aber wir können nach unten noch. Ach du Kacke. Was ist das denn schon wieder für ein Scheißraum? Okay, jetzt aber. Sandwich, bitte. So, ich gehe erstmal nach rechts. Das sind auch schon wieder so blöde, viele Gegner. Pfeile, was brauche ich denn mit Pfeilen? Keiner braucht Pfeile. So. Ja. Was ist das denn hier für ein Käse? Okay, ich kann über Stacheln laufen, das habe ich schon wieder vergessen. Okay. So, aktiviert. Mann! Okay, wir haben auch noch ein bisschen Leben übrig. Wir kriegen trotzdem saumäßig viel Schaden. Warum? Kommt mir echt viel vor. Ich mag die nicht. Uns fehlt aber, glaube ich, auch noch 2 Schwert-Upgrades, bevor wir die kaputt machen können. So, wir haben das blaue Ding kaputt gemacht. Das heißt, irgendwo können wir jetzt lang. Frage ist, wo? Ich glaube sogar ganz am Anfang, runterwärts irgendwie. Ich erinnere mich gerade düster. So, da... Was war hier nochmal? Ah ja, da mal das Upgrade bekommen. Das war gut. Soll ich mich mal healen? Komm, ich kaufe mir hier mal was. Auch wenn es teuer war, finde ich. Aber sicher, sicher. So, hier kommen wir weiter, ne? Jo. So, ein bisschen Mana ist auch gut. Noch haben wir den Rubinstab. Ah, die kann ich immer noch nicht besiegen. Ups. Ich dachte, wir können. Ich verbunker mich mal hier. Keine so schlechte Methode, muss ich sagen. Oh, das ist ein Porsche. Bam, Alter. Einmal durchsausen. Miau. So muss das. Oh, ich hasse die Dinger. Ah. Ja, genau. Genau. Oh, Schlüssel. Hey. Okay. Zack. Ich kann über Stacheln laufen. Ich kann über Stacheln laufen. Nö, nö. Okay, der Schlüssel. Wo war der nochmal? Hier. Direkt hier. Oh. Ja, geil. Nehmen wir beides, ne? Easy. Was soll ich sagen? Bessere Rüstung? Für die reicht es leider noch nicht. Oh, 2 Herzchen. Ah, ich hasse die. Meine Nemesis ist es. So. Zack. Oh,
Alter, da geht's weiter mit dem Geld. Ja, schöner Run bis jetzt. Ich freue mich. Bomben, ne? Ring of Bombs. Ja. Ja. Hm. Statt den Pfeilen auf jeden Fall. So. Guck mal, hier kann ich meinen Stab ein bisschen aufladen. Bisschen. So. 4 Aufladungen. Viel Geld gab das jetzt aber nicht. Zack, zack. Okay. Jo. Oh. Alter. Jawoll. Bam. Hä, wie gut. Wie gut es einfach läuft, Leute. Schön. 512 Rubine schon wieder. Krass. So, die machen mir jetzt auch nicht so große Angst. Ich habe ja eh keinen Mana. Alter, was? So, ich gehe hier mal kurz zur Seite und wir gehen mal runter. Da geht's auch runter, aber ich gehe erstmal hier runter. Oh. Oh, ja, das mache ich. Den nehme ich mit und ich nehme auch den Powertrink mit. So, fülle ich gleich meine Herzen auf. 10 Rubine, Herzen auffüllen, klar. Easy. Und hier investiere ich nochmal rein, glaube ich, oder? Bringt's das? Ich weiß es nicht. Ich glaube erst, es bringt was, in Bomben zu investieren, Leute. Ich lasse es mal so erstmal. Ich meine, wir töten ja auch Gegner damit. Weiß ich, wie krass das ist. Es kommt halt immer drauf an, was da für Rubine rauskommen. Aber manchmal kommen halt auch nur 3 Rubine raus aus so einem Gegner. So, wir können über Stacheln laufen. Ich habe schon wieder vergessen. Kann ich die auch fertig machen? Nö. Aber die kann ich fertig machen. Schön. Nice, 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 nice. Das läuft. Zack. Endlich haben wir einen guten Run. Endlich. Meine Güte. Es hat lang gedauert. Aber jetzt ist er da. Und er dauert auch nur gefühlt 20 Stunden bis jetzt. Oh Gott. Jetzt kriegen wir richtig aufs Maul hier. Was ist denn da los? Mana. Geld, Geld. So, was haben wir hier? Kacke. Kacke haben wir hier. Okay. Aber wir kriegen ja auch gerade richtig krasse Item-Drops, ne? Es ist gerade nicht nur, dass wir allgemein Glück haben, sondern wir haben auch richtig Glück. So, hier geht's noch nach links. Hä? Wir haben richtig übertrieben viel Glück, Leute. Wir haben jetzt sogar die dicke Lampe schon. Richtig viele Herzcontainer. Hier könnten wir uns noch einen Ring of Rupees holen. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt so krass wäre. Ich meine, hier könnte ich mir noch so ein... Ja, damit würde ich einmal wiederbelebt werden. Das war dumm, den zu kaufen. Ich glaube, den würde ich jetzt droppen. Droppen. Ich lasse es so. Ich lasse es so. Ich will lieber in andere Dinge investieren. Guck mal, ich nehme das hier mit und dann hau ich lieber mal ein paar Eisbomben raus, wenn ich drauf Bock habe. Zack. Ich glaube, das ist besser. Miau. So. Hier zum Beispiel. Hier ist der richtige Moment für eine Eisbombe. Meiner Meinung nach. So. Geilo. Schöner Dungeon gewesen, Leute. Freut mich. Okay, rein da in den Bossfight. 5-5. Und viel Heilung. So.
Bam, bam, bam. Dim, dim, dim. Bam, bam, bam. Okay, der erste ist down. Sehr schön. Okay, use. Zweiter down und der ist auch gleich down. Bam, 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 bam. Sehr schön. War doch nicht schlecht, oder? Gute Runde, freut mich. Zack. Zweiter Boss im Arsch. Mit viel Geld, guter Ausrüstung, gut gewappnet und 20% Money extra. Es läuft! Es läuft! Hey, wir sind ja auch nur 2 Stunden in der Aufnahme. Da muss es ja auch mal laufen. Da drüben ist eine Schatzkiste. Oh. Oh. Geheimgang? Nö. 2 Geheimgänge. Kann doch gar nicht wahr sein. Mann, sind die nervig. Ihr seid so nervig. Alter, was ist denn jetzt hier los? Bin ich im Bunker der Geheimgänge oder was? Holy Macaroni. Zack, zack, zack. Noch einer. So, umgeschaltet, Herzchen mitgenommen. Ja, du Kacke. Nee, okay, ich bin echt der Meinung, dieser Ring oder dieses Amulett, was mich auf Stacheln laufen lässt, das ist schon echt krass. Weil gerade in so einem Raum hier ist das richtig gut. Wenn wir mal ehrlich sind. Okay, cool. Kann ich den weghauen? Ne, da fehlt glaube ich noch einer. Und eine Schatzkiste mit nochmal 100 Rubin. Und es sind halt 120. Wegen 20%. Immer wieder geil. So, der Schalter ist unten und wir kriegen eine Map. Theoretisch kann ich hier mal usen. Kann ich die mal ein bisschen mit mir rumtragen, die Map? Ha. Okay. Verstehe. Haben wir einen. Wir haben, glaube ich, einen grünen, oder? Geil. Geilo Milo. Mal sehen. Kann da eigentlich auch ein Fluch drin sein? Wäre eigentlich echt mies, oder? Oh, Mana. Und ein bisschen was zu trinken. Pass auf, ich use mal meinen Ring. Und mach mir mal ein paar Bomben. Den use ich auch. So, ich brauche die Bomben dann ja eh später. Oh, jetzt bin ich voll mit Bomben. Das ist jetzt doof. Habe ich noch irgendwas, was ich nicht brauche aktuell? Ja, die Karte halt, ne? Na, dann lieber die Candy-Dose damit. Oder was das war. I don't know. Ah, Geld. Ah, noch mehr Geld. Wahnsinn. Ja, wir haben Lauf. Ba, ba, ba. Schön. Ba, ba. Easy. Einer meiner Nemesis. Ich mag die nicht. Potenzielle Flüche. Na, Glück gehabt. Boah, da oben sind wieder 3 Shops, ey. Da gibt's doch bestimmt wieder was Schönes für mich.
So, warte mal, nach links? Warum konnte ich nicht nach links? Ach so, das ist oben rum. Okay. Verstehe. Okay. Aber zack, zack, zack. So, hauen wir schon mal drauf. Auf den Lugas. Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt hin müssen. Nicht hier scheinbar. Ah, hier oben waren wir noch gar nicht. Okay. Cool. Oh. Na, na. Hier geht's auch weiter. Ich habe sowieso gerade nichts. Nö. Scheiße. Okay, wir kommen weiter. Und es geht hier auch zum ersten Shop, glaube ich. Na? Demnächst. Aua. Den habe ich nicht kommen sehen. Alter. Übertreibt's, Leute. Ich habe einen geilen Raum gefunden, Leute. Alter. Sehr viele geheime Räume. Meine Güte. Okay. Noch mehr Kohle, ey. Was ist denn hier los? Ah, schön. So. Ah, ah. Wir werden noch stärker, Leute. Krass. Ja, ich könnte mir mal zwei Dosen genehmigen. Theoretisch. Und ich kaufe mir einfach hier nochmal neue. Fertig. Da freuen wir uns doch alle. So, hier haben wir ein paar Geister. Bin auch wieder stärker geworden. Shit. Ja, ich hätte das eigentlich nicht gebraucht. Aber naja. Shit happens. So ein Krug. Wir nehmen alles mit. Was geht? Oh, Kacke. Ah. Oh, noch eine Schatzkiste. Wahrscheinlich mit dem Fluch drin. So wie ich sie kenne. Nee, 100 Rubine wieder. Alter! Hä, wie krass. Was habe ich bitte für ein Glück gerade? Weniger Magieverbrauch. Könnte für die Zukunft geil sein. Ich meine, wir haben das hier aktuell. Ich droppe das mal. Ich nehme es mal mit. Ich nehme es mal mit. Aktuell noch nicht so nützlich. Später möglicherweise. So, den Schlüssel haben wir ja. Ein Shop. Ah, hier ist er ja schon. Ja, den könnten wir jetzt theoretisch auch noch mitnehmen. Dann haben wir... Können wir uns auch noch Leben jederzeit holen. Nö, ich lasse es so. Ich lasse es erstmal so. Bin erstmal so zufrieden. Zack. Und weiter geht's. Ja, einen Boss haben wir jetzt auch nicht mehr. Geht jetzt gleich in die nächste Etage. Aua. Und let's go. Bin sehr zufrieden, Leute. Bin sehr zufrieden. Na, na, na. Okay, hier haben wir einen Teleporter. Kacke. Was macht ihr denn hier? Aber ich muss sagen, ich bin schon jetzt für die Etage sehr stark, finde ich.
So. Okay. Hoppa. Zwei Schläge für die, jo. Bin ich stark genug, finde ich. Immer mal ausprobieren. Bis jetzt habe ich leider noch kein Glück damit. Aber wer weiß, wann mir das Glück mal hold ist. Oh Gott. So. Ba, 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 ba. Mehr Mana. Ah. Shit. Ich hab mich erwischt. Ba, 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 ba. Zack. Okay, aktuell bin ich, glaube ich, ein bisschen auf der falschen Fährte, oder? So, wo muss ich denn lang? Wo kann ich denn noch lang? Hier kann ich lang. Ne, da war ich schon. Wo geht's denn noch lang, Leute? Hä? Haben wir hier noch Wege? Na, na, na. Hammer. Ba. 20 Pfeile, ey. Was die manchmal für Drops da lassen, ne? Das ist der Wahnsinn. So, schön. Bomben brauche ich aktuell. Jawohl, das nehmen wir mit. Davon haben wir keine mehr. Deswegen weiter geht's. 6-6, Leute. Es steht 6-6. Drei Dosen könnte ich mir mitnehmen. Ba, ba, ba. Lass ich erstmal. So. Es geht nach rechts. Oh, sehr schön. Und wieder so viel Mana. Shit, ich hätte mir, glaube ich, doch den Ring of Health mitnehmen sollen. So, warte mal, muss ich denn jetzt lang? Irgendwie fehlt mir aktuell so ein bisschen der Bezug. So, ich benutze jetzt einfach mal, weil ich keinen Platz mehr habe. Habe ich hier irgendwo noch die Möglichkeit weiterzugehen? Aktuell nicht, ne? Ich habe auch keinen Schlüssel und nix. Hier irgendwo noch? Da fehlt mir der Teleporter. Hä? Habe ich jetzt irgendwo... Hatte ich irgendwo einen Schalter aktiviert gerade? Bin gerade ein bisschen... Nee, hä? Aber es war auch nirgendwo ein Schalter, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier ist auch nichts. Schlüssel habe ich nicht. Hier komme ich aktuell noch nicht lang. Hier komme ich auch nicht lang. Da komme ich nicht durch. Hier geht es nicht nach links. Ach ja. Ja, ja, ja. Ich bin doof. Ich war noch nicht hier bei dem Schalter. Logisch. So, zack. Weg damit. So, weg. Alles weg. Alles muss weg hier. Keiner will euch haben. Bounce, bounce, bounce. Aua. Mann. Wieder so viele eklige Gegnertypen. Hallo. Und tschüss. So, Tür auf. Weiter geht's. Zack, da ist der Schalter. Ich rüste mir mal die Bombentasche aus, Leute. Okay, es geht wieder zurück. Der Schalter wurde aktiviert. Jetzt können wir oben weitergehen.
Also auch ein komisches Rätsel hier. Aber haben wir mitgenommen. So, wir sind aktuell schon bei 2 Stunden. Und gleich haben wir halt noch die blöde Stadt. Was heißt die blöde Stadt? Die coole Stadt eigentlich, weil die gibt uns ja nochmal ordentlich Items. Und ich hoffe, auch nochmal ein Schwert-Upgrade mindestens eins. Und hier hatten wir jetzt auch noch nicht wirklich einen Shop, oder? Für eine Verstärkung? Bin gerade gar nicht so sicher. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt, guck mal. Nehmen wir mit und ich lass mal hier die Pfeile droppen, weil... Was will ich denn mit denen? 13 Herzcontainer. Das ist schon mal ein guter Standard, muss ich sagen. Den können wir so beibehalten. So. Jawohl. Oh, schön Geld. Shit, da ist er, der Fluch. Okay, 20 Enemies geht aber noch. Meine Dinger wirken nicht. Ist schon scheiße, aber wir hatten auch schon mal 50, ganz ehrlich. 20 bekomme ich da noch hin. So. Auf die Tür und weiter geht's. Das kriegen wir sogar bestimmt noch in dem Dungeon hin. So, guck mal, wie das läuft hier. Zack, zack. Da, da, da. Ja, ich bleibe aber hier in der Tür stehen, das ist auch nicht so eklig. So, guck mal. Nehmen wir hier nochmal welche mit. Kann ich den jetzt mittlerweile töten? Nö. Ich glaube erst ab dem nächsten Schwert. Schon wieder Pfeile bekommen. Noch 3 Enemies. Guck mal, das geht doch ratzfatz. Na, na, na. So. Zack. Aha. Ich habe gerade nicht so krass viel Heilung, ne? Ich sollte mir irgendwie nochmal was zulegen. Na, na, na. Ich habe mich auch gerade echt blöd treffen lassen, ganz ehrlich. Das war echt schlecht. Okay, hä, wir sind wieder am Anfang und haben nix. Hä? Habe ich irgendwo was verkackt, was liegen lassen? Habe ich irgendwo einen Krug vergessen oder so? Weil ich denke, theoretisch... Ich habe bestimmt was liegen lassen. Hä? Der hätte doch jetzt irgendwo... Oder? 100 Pro habe ich was liegen lassen irgendwo. Hier nicht. Hier auch nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Wo ist denn der Schlüssel? Okay, ich kann sie doch besiegen. Aber auch der hatte keinen Schlüssel. Hä? Irgendwas verpasst? Aber hier geht's ja wieder zurück, oder? Hä? Ah, guck mal, hier war ich noch nicht. Hä? Ja, hier ist irgendwo der Schlüssel wahrscheinlich. Oh. Oh. Ja, nice. Dann kann ich jetzt auch guter Dinge das lösen hier. Zack. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt kann ich zurückgehen. Ah.
Oh, ich dachte schon. Ich hatte jetzt schon Angst. Angstzustände, dass ich irgendwo den Schlüssel liegen lassen hab. So. Das gefällt mir ganz gut. Oh. Ah, jo. Große Tasche nehmen wir mit. Let's go. Jetzt bräuchte ich nur langsam mal wieder ein bisschen mehr Kohle. Aua. Oh, sehr schön, sehr schön. Ich habe nichts gesagt. Zack. Nein. Ah, noch ein schöner Gemstone. Ist auch geil. Denn wenn wir in der Zwergenstadt sind, dann können wir den usen. Zack, zack, zack. Ein Donut. Den könnte ich auch gleich verspeisen, theoretisch. So. Haben wir doch bestimmt auch gleich die Situation, dass wir in die nächste Etage rübergehen, oder? Haben wir nochmal einen Geist? Da geht's nach rechts. Da geht doch bestimmt hinter mir die Tür zu, oder? Wenn ich das mache. Ah, das war dumm. Das war so dumm. Boah, ja, das hat sich immer gelohnt. Schön. Ja, das lasse ich mal lieber hier. Da geht nur hinter mir die Tür zu, denke ich. Da, 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 da. Ah, nee, kann gar nicht. Weil das war eine Falle. Dann muss es da weitergehen an der Stelle. Ach ja. Ich erinnere mich. So, schön. Kacke. Was mache ich denn manchmal, ey? Das nervt mich so. So, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in der Mine angekommen. So. In der Zwergischen Mine angekommen, endlich. Okay. So, hier müssen wir nicht rein. Wo wir aber reingehen, ist hier. Und hier. Falls ihr euch erinnert. So, da haben wir nämlich jetzt nochmal schöne 6 Steine bekommen. Was haben wir denn hier? Wir haben 2-mal den Grün. Da ist jetzt nichts Krasses dabei. Wir haben kein Rot und kein Blau und kein Schwarz. Das heißt, richtig wertvolle Items haben wir gerade überhaupt nicht hier drin. Aber wenn wir Glück haben, können wir das noch ändern. So, erstmal werfe ich mir einen Stein rein, ne? So. Ups. Bam, rein damit. Bitte ein Schwert-Upgrade oder ein Rüstungs-Upgrade. Bitte eins davon wenigstens. Das würde mir so den Arsch retten. Komm schon. Oh, gar nichts. Nur Ring of Rupee. Ich meine, so können wir Pfeile mit uns rumschleppen, okay. Und hier können wir nochmal ein bisschen Rubine verballern. Ist okay. Aber ein Rüstungsupgrade hätte ich gefühlt. So. Wir haben jetzt hier noch unseren Geheimgang. Unseren zweiten. Da kriegen wir auch nochmal ein paar Gemstones. Wir haben nur Käse bekommen. Leider nur Käse bekommen, Leute. Müssen wir für später hoffen, dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen was bekommen. Aber aktuell brauche ich davon halt gar nichts. Ich brauche halt einen roten, einen blauen oder einen schwarzen Stein. Ansonsten hilft mir das alles nichts. Okay.
Ja, ich würde sagen, wir gehen rein ins Getümmel. So, wartet, ich suche das Bild. Ihr kennt ja das Prozedere. Hier kommt ja theoretisch auch wieder nur Geld bei rum. Oder? Bis jetzt hat man nur Geld immer. So, dann hier in der Mitte. 14 Bomben müssten exakt reichen. Zack. Na, 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 na. So, unsere Erfahrungswerte steigen. Wir werden immer besser. Wir müssen jetzt nur noch mal Glück haben und endlich mit Skill und Verstand zu Arganem kommen. Und am besten noch mit einem Herzcontainer. Mehr als sonst. Und schon müssten wir das Ding hier in sicheren Tüchern haben. So. Ich bin zufrieden, Leute. Ich bin zufrieden. Wir könnten höchstens jetzt noch ein schönes Schwert-Upgrade vertragen. Okay, rosa. Wir haben jetzt massig Geld bekommen, aber nichts, was mich irgendwie... Was mir was großartig nützt, ne? Wertvolle Gegenstände haben wir leider gar nicht bekommen. Nö, aber Geld haben wir. Wir haben viel Geld. Ich kaufe mir noch ein paar Bomben, Leute. Das ist, glaube ich, ganz nett. Boah, war so krass, waren wir auch noch nie ausgerüstet, ehrlich gesagt. Ist schon ziemlich gut. Bin sehr zufrieden. Wir könnten uns noch einen Ring of Rupees holen, wenn wir ehrlich sind. Könnten wir tun. 10 Bomben für 30 Rubine, das ist doch mal ein Angebot. Ich glaube, das reicht mir auch so. So, perfekt. Ja, wir könnten uns noch einen Ring of Rupees holen, aber ich glaube, wir haben aktuell echt genug Geld. Einen Trank hole ich mir noch. Ich hole mir noch ein paar Tränke, ja. Ja. Ein paar Tränke. Ich hole mir den blauen und den roten. So. Bin ich zufrieden mit. Und pass auf, ich mache hier den. Benutze ich einfach nochmal zweimal, damit ich... Damit das Mana nicht ins Leere geht. So. Den Köcher brauche ich theoretisch eigentlich nicht, aber... Naja. So. Ring of Rupees ist ausgerüstet. Wir sind fertig hier. Ich denke, wir können loslegen. Ich esse mal noch den Donut. Kann ich hier noch irgendwas günstig kaufen? Ja, alles relativ teuer, finde ich. Persönlich. So. Okay. Ja, wie gesagt, wir können uns auch so einen Stab holen. Theoretisch. Aber ich behalte lieber. Ja. Ich behalte lieber das, was ich aktuell habe und hoffe, dass wir noch irgendwas Starkes bekommen. Irgendeinen starken Gem. Oh, guck mal, geil. Das fängt gut an. Dankeschön. So, wir gehen nach unten. Zack, zack. Zack. Oh, hier gibt es einen Powerstern. Für sowas gibt's einen Powerstern? Hm. Das verstehe ich nicht. Okay, aber wir haben wieder ein bisschen mehr Rüstung bekommen. Sind wieder ein bisschen aktiver, aggressiver. Ja, schön. Und hier geht's nicht weiter. Da ist doch hier bestimmt noch ein Schlüssel irgendwo versteckt. Hundertprozentig. Da, 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 da.
und hier brauche ich einen Schlüssel und da oben kann ich das Ding wegmachen. So wie ich das kenne. Oh Gott. Oh, guck mal, noch so ein Stein. Jetzt muss man das hier wegmachen. Ah, schön. Der hat voll festgesteckt. Lol. Ich gehe mal nach unten. Bringt mir nichts. Ich habe schon wieder 304 Rubine. Aua. Ba, 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 ba. So, guck mal. Haben wir schon das Ding? Jetzt kriegen wir den Schlüssel und dann kommen wir da drüben rein. Schön. Kommt das nämlich auch noch mit. Schön Heilung dabei haben. So, wo ist er, der Schlüssel? Her damit. Okay, das wird, glaube ich, der längste Run oder der längste, die längste Aufnahme zu dem Projekt, die wir bisher hatten. Bin gespannt. Sehr schön. Und weg mit euch. So. So, smashed. Genauso wie den. Zack. Und nochmal 75 Rubine. Ey, geil. Hä? Also das waren ja 50 Treffer. Gefühlt. So. So, ich kann ja auf Stacheln laufen. Ich vergesse das immer. Ich vergesse immer, dass ich auf Stacheln laufen kann. Ich gehe mal nach links. Oh, guck mal. Kann ich nichts machen. Aber später kann ich mir die 10 Rubine abholen. So, das reicht erstmal. So, es geht weiter. Na, und weiter. Zack. Her mit dem Geld. Na. Geilo. Okay, wir haben auf jeden Fall noch nie so viele Herzcontainer gehabt. Den brauche ich nicht. Was? Oh, wir haben wieder irgendeine Heilung bekommen. Cool. Nett. Viel Geld. Gute Ausrüstung. Bin sehr zufrieden, Leute. Das Masterschwert wäre jetzt noch ganz geil. Ja, die Dungeon-Karte nehme ich auch mal mit. Hoppa. Hier oben jetzt nach links, richtig? Genau. Oh, nochmal 40 Rubine. Alter! Kriegen das Geld aber auch hinterhergeschmissen aktuell. Ist halt wirklich so. Schön. Gibt's doch bestimmt einen Teleporter, oder? Sieht aktuell ein bisschen merkwürdig aus, finde ich. Na, na. Ba, 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 ba. Hier noch eine Erdbeere hinterher. Ey, was geht denn hier ab? Ist ja unfassbar. So, zack. Herzchen, Full Life. Ja. Das wird der beste Run bisher, Leute. Ich sag's euch. Es wird der beste Run bisher. Also entweder würde ich sogar sagen, schaffen wir Arcanum, wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle. Weil wir haben echt so viel Heilung, wir haben so viel Geld, wir haben eigentlich alles. Bin sehr zufrieden. So. Ah. Mehr.
So, weiter geht's. Zack. Rein da. Und jetzt geht's nach oben. Unfassbar, ey. So ein Ring. Ring of Rupees oder Ring of Health wäre noch ganz geil. Zusätzlich jetzt noch. Aber ich will jetzt nicht übertreiben. So, mach ich mal eben. Geil. Ich könnte mir einen Schlüssel kaufen. Einfach so. Nö. So, da ist der Boss. Ja, maximale Rüstung. Let's go. Let's go. Ich weiß gar nicht. Kriegen wir weniger Schaden, wenn wir runterfallen? Ich glaube, wenn wir runterfallen, kriegen wir immer einen Schaden, oder? Ich glaube, ja. Ah, das läuft gut. Das läuft extrem gut. Alter, war das gut. Meine Güte, so gut war ich ja noch nie gegen den. Nice! Bam, bam. Okay, und so viele Herzcontainer hatten wir auch noch nie. Also wenn wir jetzt nochmal bei Arcanims Schloss hier, ne, nochmal einen Herzcontainer bekommen, sind wir echt ziemlich geil ausgerüstet. Also so gut waren wir noch nie. Bin ich ehrlich. So, let's go. Wir starten rein. Machen wir erstmal ein bisschen Licht hier. Sehr schön. Viel zu viel Kohle. Na, 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 na. Mana Bottle, ja, nehmen wir auch mit. Sehr schön, danke für deine Hilfe. So, gehen wir nach links erstmal, würde ich sagen. Wir haben nochmal 30 Rubine. Bomben hinterhergeschmissen. Mega. Mega. So. Was ist das denn jetzt hier? Oh. Hä? Oh ja, da ist er. Ring of Rupees. Hä, wie geil. Sau nice. So. Cool. Da mal ein Schlüssel eingesackt und weiter geht's. Ring of Rupees haben wir jetzt auch noch am Start. Theoretisch haben wir jetzt noch Geld so verpackt, weil wir haben ja noch blaue Tränke. Die können wir dann auch dazu usen. Richtig geil. Jetzt Ring of Health noch. Bin ich sehr zufrieden mit dieser Ausstattung. Oh, guck mal. Hier könnten wir auch noch Ring of Rupee. Ja, ich denke, den können wir jetzt wegpacken. Ganz ehrlich, den brauche ich nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Sehr schön. Das läuft. Shit. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man über Stacheln laufen kann. Nee. Kacke.
Aber. Hallo? Kumpel? Na egal. Den hole ich mir später ab. Den Penner. Den alten Sack. Düdelö. So, wo müssen wir jetzt lang? Hab ich irgendwo schon eine Schlüsseltür gehabt? I don't know. Nö. Doch, ich glaube, hier war nichts mehr. Jetzt habe ich den Stab wieder eingesackt. Ups. Ba. Zack. Und weiter geht's. Ba. Die mag ich nicht. Wie eigentlich jeden Gegner. Sehr schön. Tür auf. Weiter geht's. So, hier könnten wir uns... Ja, komm, nehm ich mit. Ich hab eh genug Geld. Was soll der Geiz? Raus damit. Herzcontainer wäre noch ganz geil. Ich rush hier sowas von durch gerade, ne? Das ist perfekt, ey. Wahnsinn. Wünsche mir trotzdem gerne noch das Schwert-Upgrade, auch wenn ich es für Arcanum nicht brauche, aber aktuell fühle ich mich so, als könnte ich noch eine Kippe stärker werden mit in Sachen Schwert. Fühlt man einfach so. I guess. So. Aber wir kriegen halt echt keinen Schaden mehr, ne? Das ist schon echt angenehm. So, weiter geht's. Ich hab doch gesagt, ich hol dich ab, mein Freund. Ich hab's doch gesagt. So, schön. Aua. Dich hab ich nicht gesehen. Zack. Okay, ich muss oben lang. Nice, da ist es. Ein weiteres Herzcontainerchen. Und hier nehmen wir noch einen Amethyst mit. Oh, geil, wie stark wir sind, Leute. Schön. Ich freue mich richtig. Und tschüss. Das ist so gut. Aber gerne mehr. Na, zwei geht noch. Zwei geht noch. Und dann auf am besten so eine schöne Umrandung. Dass man nur halben Schaden bekommen. Wäre auch geil. Wäre geil. Ich glaube aber nicht, dass wir das hinkriegen. Geilo, Milo, Mann. Er macht trotzdem noch einen Schaden. Oh, hier ist auch nicht was los, ey. Meine Fresse. Heilige Scheiße, das war... Würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier noch ein Powerstern liegt. Oh, shit. Hat er tatsächlich. Okay, der ist tot. Ah, oh, hier kann ich aber ordentlich fusionieren. Was habe ich denn alles? Ich habe nur grün. Ups. Schade. Ich hätte gedacht, ich hätte mehr. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt alle fusionieren können. Das wären nochmal 8 Schatzkisten, ey. Wie krass. Schönes Lutscheis. Nehmen wir mit. 20 Pfeile. Ja, keine Ahnung.
Weiß auch nicht, ob ich hier nochmal vorbeikomme. Er hat doch Herzcontainer. Mit dem Powerstern zu Arcanum rein, oder? Das ist doch... Ah, da ist es doch. Oh, was ist denn jetzt los? Guck mal, mein Geld ist ja richtig down gegangen. Was ist denn da passiert? So. Ach, Kacke, hätte ich die mal nicht gekauft. Effekt Items, Set Creep. Ach, okay. 80 Rubine. Ja, komm. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Okay, hier haben wir nochmal einen Shop. Weißt du was? Ich nehme den Schlüssel mal mit jetzt. Einfach so für mich. Zwei Shops nebeneinander ist auch krass, oder? Schade, dass ich nicht durch die Wände schießen kann. Irgendwie geil. So, tschüss, mein Freund. Hier ist der nächste Schlüssel. Ba, 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 ba. Ah. Halten trotzdem nur mehr als einen Schlag aus. Das macht mich traurig. Zwei Herzchen. Oh, hier brauche ich noch einen Schalter aktivieren. Ja, ich kriege gerade gar kein Geld, ey. Was ist denn da los? Komm, ich hau die nochmal schnell weg hier. Auch wenn es super nervig wird. Ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen Kohle bekommen. Ey! Zweimal geshootet. Das gibt's aber nicht hier. So. Naja. Hätte ich auch nicht machen müssen. 45 Rubine? Nö. Sehe ich gar nicht ein. Da-da-da-da. So, haben wir doch schon den Schalter. Dö-dö. Gar nichts passiert hier. Okay. Oh, nice. Tschüss. Und weiter geht's. Ich meine, theoretisch haben wir zwei Schlüssel, ne? So. Dann erstmal hier rein. Ich muss mir merken, bei Arcanum rennen, 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 rennen. Ich muss immer rennen in seinen Angriffen. Ich habe das in den letzten Kämpfen immer nie gemacht. Ich bin immer nur so la 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 la, aua. Weißt du? Ich muss immer rennen vor seinen Angriffen. Schnell ausweichen. So gut wie möglich. Dann wird das auch was. Sag ich euch. So. Na, 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 na. Wahnsinn, wie viele. Doch Wahnsinn, dass die zwei Schläge aushalten. Von meinem Mega-Schwert hier. So. Wir haben doch nochmal ganz schön Knete verloren, ne? Ich weiß gar nicht, wo die hin ist. Wir gehen nach rechts. Oh, 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 ja. Brauche ich eigentlich alles nicht mehr. Herzcontainer sind jetzt das, was ich noch brauche. Aber trotzdem cool. Shit. Ist mein Ton wieder weg? So, jetzt geht's wieder. Aber das hatte ich jetzt schon öfter. Warum geht manchmal mein Ton einfach weg? Das ist sehr eigenartig und doof. So, hier kann ich die Schlüssel benutzen, aber theoretisch habe ich keinen gerade. Deswegen, wir gehen erstmal hier lang. Bam, bam.
So, da ist er. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach vielleicht noch einem Herzcontainer. Ne? Das wäre ja ganz geil, wenn wir den noch irgendwie zwischen die Finger bekommen könnten. Noch so ein Herzcontainer. Ich würde mich freuen. Also, es ist bis jetzt auf jeden Fall der beste Run, den wir hatten. Wir hatten zwar schon mal 8-8 an Schwert, aber ganz ehrlich, ist es ja im Endeffekt nur wichtig, wie viele Herzcontainer du hast. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt und sind das durchgegangen. Deswegen ist das auf jeden Fall der beste Run bisher. So. Aua. Aua, aua, aua. Tschüss, Sikorski, mein Freund. So, wir haben es gleich geschafft. Gleich müssten wir da sein. Und dann Konzentration. Ich will es endlich schaffen. Ich meine, wir sind jetzt schon wieder fast 3 Stunden dabei. Da hat man auch mal Bock, das jetzt endlich mal zu wuppen, ne? Wir gehen jetzt hier echt nochmal in den Teleporter rein. Wahnsinn. Alter. Komm. Junge. Bam, 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 bam. Ich... Ja, use mal ein bisschen was. Wir haben ja genug. So. Es ist soweit. So, der Fluch ist auch weg. Rein da. Das Finale steht an. Okay, ich muss rennen. Ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen. Ich muss rennen. Concentration. Rennen und Bomben werfen. Okay. Eigentlich mache ich alles mit dem A-Knopf, ganz ehrlich. Okay. Jemand, gib ihm. Kacke, ich dachte echt. Jawohl. Jawohl, 2. Treffer. Sieht doch ganz... Da trifft er mich immer mal. Jo. Ah, sehr schön. Und Bomben. Nimm das. Oh, Kacke. Bomben. Dritter Treffer, 4. Treffer? Ich weiß gerade gar nicht. Bomben, Bomben. Okay. Ja, kein Treffer. Ah, Kacke. Ja! Kann es denn wahr sein? Du hast... Oh, get you next time, Link. Nächstes Mal, Papa, du Penner. Wir haben es geschafft. Nach 500 Hours. Oder kommt jetzt noch eine 2. Phase? Alter, mein Herz pocht so. Bam, 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 bam. Ist es endlich vorbei? Haben wir es endlich geschafft? Thanks, Link. You are the hero of Hyrule. Du hast es geschafft. Du bist der Held des Hyrules. Final hast du den Frieden zurück nach Hyrule gebracht. Deine Zeit betrug 1 Stunde 45. Manche machen das in einer halben Stunde, ne? Oh, mein Herz, ey. Okay, cool. Kommen jetzt Credits? Oder was steht an? Geil. Ja, es fängt wieder von vorne an. Alles klar, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Ich bin echt happy, dass es endlich soweit ist. Und
Das war auf jeden Fall das längste Video. Es war der beste Run bisher. Wir haben keine irgendwie Zusätze verwendet. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit uns. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr trotzdem weiterhin Bock auf das Format hier habt. Ob wir weiter zocken wollen. Denn, sind wir mal ehrlich, wir haben ja immer noch Challenge Time, ne? Low Health. 5 Herzcontainer maximal. Alter. Wir können auch alles anklicken. Level 1 Inventory. Alter. Enemies sind tougher. No Map. Map isn't invisible. Ich kann nicht die Map sehen. Ich muss mir alles merken. Keine Shops irgendwo. Das ist auch hart. Das können wir alles noch irgendwie, ne? Dass wir das mal irgendwie mit reinbringen. Okay, ich habe schon wieder Bugs auf dem Ohr. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, einschalten und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.